Ne? Dort und dort. Ein riesen Kiesvorrat liegt hier drin noch. Ach, hatte ich wieder. Ah, dadurch nutzen die Tools halt auch so schnell ab. Ist mir jetzt aufgefallen. Gerade bei solchen Projekten lohnt es sich eigentlich schon fast nicht, das zu benutzen. Besonders wenn uns unser Drop-Glück, was wir bisher eigentlich immer hatten, dann doch noch recht im Stich lässt. Hier Paddy und einsammeln und einsammeln und einsammeln und Spinne. Hau ab, hau ab, hau ab. So. So. Zack. So, also oberflächlich betrachtet haben wir gleich alles an Kies und Dreck hier raus und könnten theoretisch das Ganze hier mit 1, 2 Großangriffen mit dem mit der Spitzhacke platt kriegen. So. Wie gesagt, oberflächlich betrachtet. So, jetzt werden wir uns erstmal so zwei. Ach, da haben wir auch noch Kies. Boah, ist hier viel Kies beerdigt. Das war jetzt schon einiges. So. Jetzt machen wir erstmal so eine Reihe weg. Hauptsächlich zum Bauen. Lassen wir unten mal frei, dann sieht man auch so ein bisschen. Und dann heißt es noch ja, die richtig dicke Schicht am Boden auskratzen und dort Dreck verlegen. Auch der Kies kommt raus und dann haben wir hier eine schöne, gleich große Fläche. Und es ging eigentlich doch noch relativ flott. Wenn ich so überlegt habe, wie groß die Fläche war, da kann man sich eigentlich nicht beschweren vom zeitlichen her. So. Außerdem haben wir am Anfang ja noch ein bisschen rumgespielt und dort drüben gebaut, unser Drehkreuz. Das war ja alles heute in dieser Aufnahme gemacht. Von daher muss man doch sagen, wir waren super produktiv. So. Was mache ich hier? So. Zack, 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 zack. So. Ich möchte gerne mal wissen, wie man so ein Texture Pack so hinkriegt. Also, ob er da wirklich oder sie dran gesessen hat und Stein für Stein hier gemalt hat. Das ist ja nicht jetzt Fotorealistik, sondern das ist jetzt ja wirklich schon mehr, ich sag mal, comichaft. Da gibt es da Programme, die sowas für einen machen, dass das wirklich so gut alles auch zusammenpasst. Würde ich ja gerne mal über die Schulter gucken bei so jemand. So ein Texture Pack Designer, also alles, was größer ist als 16-Bit. 32, na gut, das geht auch noch, das kriege ich auch noch hin. Aber alles, was halt größer ist und so richtig in die Details geht, da würde ich gerne mal über die Schulter gucken. Da bin ich ja absolut nicht begabt. Zwei Äste nebeneinander. Na toll. Es ist bestimmt auch selten. Auch wenn es nichts bringt, aber es ist selten. Oh ja, in der Hölle dann ernten, das wird auch wieder lustig. Nee, ihr nicht.
Das endet doch bestimmt wieder in einer Riesenkatastrophe, bis wir da genug Netherrack rausgeholt haben. So. Ja, das ist doch schon eine große Fläche. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Reißen wir erstmal das hier raus, bevor ich das nachher wirklich noch vergesse. So. Ist der auch weg. So, und wieder zurück. Uff. Das war jetzt nicht ganz so produktiv, wie ich es mir vorgestellt habe. Es geht. Also ich weiß, mit World Edit wird das alles schneller gehen. Aber da geht auch so ein bisschen dann der Spaß verloren. Ich meine, wir haben es installiert, wir könnten es ohne Probleme benutzen. Aber wir machen es nicht. Weil ich finde, sowas gehört halt Minecraft dazu, dass wir halt auch selbst unsere Flächen gerade machen. Naja, ich glaube, einmal nutze ich den jetzt noch so. So. Außerdem kriegen wir halt so auch noch die Rohstoffe und Stein brauchen wir immer. Ist halt so der, ich sag mal, grundlegende Baurohstoff zusammen mit Holz und Dreck, den man halt überall dann wiederverwendet. Muss ja nur in die Richtung gucken, also ich baue halt auch sehr gerne mit Cobblestone. Weil man damit wirklich halt sehr groß bauen kann. Und auch mal ein bisschen Oversize planen kann, ohne dass einen dann das Rohstoffgefarme erschlägt. Ich meine, wenn wir jetzt überlegen, wir würden jetzt riesige Pyramiden mit... Was könnte man da nehmen? Wartet kurz. Ach. Mit Nether-Ziegeln bauen oder Lehm-Ziegeln. Ziegelsteinen. Ich meine, da würden wir ja Ewigkeiten brauchen, das Zeug zusammenzufarmen. So. Zack, zack, zack. Da muss auch noch irgendwo ein Block sein. Hier irgendwo. Hatte ich gerade zumindest im Gefühl. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier zurück. Es wird auch langsam wieder dunkel. Oh ja. Vorher möchte ich dann noch gerne einen Superbrecher starten. Dann auch die Spitzhacke so runtergewirtschaftet zu haben, dass wir sie gleich reparieren können. So. Den habe ich jetzt auch extra auslaufen lassen, weil ich einfach nicht riskieren will, dass der dann wirklich kaputt geht. Na, das sieht doch erträglich aus. Guckt's euch an. Jetzt ist es klein und niedlich geworden. Es war mal groß und böse.
So. Ja. Und noch hier mit rein. Gut, schlafen gehen. So, morgen. Moin, moin. Oder good morning in the morning. Na, den einen hier, den verwahre ich mir dann doch lieber für die Spitzhacke. Denn ich glaube, Spitzhacke brauchen wir jetzt noch mehr als Schaufel. Man greift uns an. Ja. Meine Güte, nicht mal abbauen kann man mehr in Ruhe. Dabei ist das doch schon Sklavenarbeit hier. So. Siebenhundertzwanzig. Haben wir halt einiges geschafft und ich denke, 730 wäre auch noch greifbar, wenn wir, bis wir fertig sind. Ja, der Superbrecher ist resettet. Den lassen wir allerdings erstmal, denn sonst gehen uns wirklich gleich die Dias aus. Bleiben wir lieber auf der sicheren, etwas langsameren Seite. Na? Ach. Wo hängen wir da denn fest? Ach so, das Loch gab's gar nicht. Lol. So, dann hier entlang. Haben wir auch noch ein bisschen Kohle gleich zum Abbauen. Also Kohle haben wir hier wirklich viel gefunden. Eisen gab es jetzt in dem Haufen hier gar nicht. Da irgendwo noch so ein Dreckklumpen drin hängt. Wir werden es herausfinden. So, nehmen wir hier wirklich mal alles mit. Na? Geht doch. So, und dann wieder die Reihe hier. Und da sind wir schon auf 22. Schade, dass man das nicht irgendwie dauerhaft einblenden kann. Ups. Oh mein Gott. Die müssen eh auch noch raus, die Steine da unten. Also macht das ja nichts. Ob jetzt oder später, ist ja wurscht. So. Da unten noch und der Rest ist dann für die nächste Reihe. Na komm mal runter da. Als ob wir nicht genug Cobblestone hätten. Dass wir da noch die letzten Reste einsammeln müssten. Vor allem ist hier natürlich jetzt auch schön, dass wir immer noch